Wir freuen uns wirklich, dass so viele Menschen heute Abend wieder da sind. Und viele von denen, die heute Abend hier sind, die sind schon von heute Morgen hier, von 9 Uhr. Und ich schaute so zurück, ich guckte zurück auf die viele junge Menschen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als ob man sich auf einem Jugendfest befindet. Und wisst ihr, das ist Bruderschaft. So wird die Bruderschaft gelebt. Unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz Jesu Christi. Dort gibt es Lämmer. Dort gibt es Schafe. Mit anderen Worten gesagt, da gibt es Jungen und Alten. Das ist Bruderschaft. Das ist Gemeinschaft. Ich dachte noch, ehe wir uns das Wort lesen, dass wir einen Vers singen. Großer Gott, wir loben dich. Wir stehen dazu auf. Einen Vers. Liebe Geschwister, ich möchte uns einen Vers lesen. Einen Vers aus einem Gebet. Und zwar aus dem Gebet von dem König Salomo, als die Einweihung stattgefunden hat, als der Tempel eingeweiht wurde. Und dann sagte er in 1. Könige, Kapitel 8, Vers 27. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Ich möchte uns heute mal sagen, wie es mir gegangen ist bei der Vorbereitung. Das war ein Wunsch gewesen, dass man auf diese Bibelwoche mal sprechen soll, etwas sagen soll über die Dreieinigkeit Gottes. Ich habe noch nie eine Predigt gehört über dieses Thema. Auch ganz wenig gelesen. Ich habe auch keinen Vortrag irgendwo mal gehört über dieses Thema und ich weiß auch warum. Ich wusste das früher nicht. Aber bei der Vorbereitung jetzt und habe ich versucht, doch manches nachzulesen und was so manche Gottesmänner denken über die Dreieinigkeit, was man so kurz schreibt über die Dreieinigkeit. Und ehrlich gesagt, ich habe festgestellt, dass ganz große Männer Gottes, zum Beispiel, ich möchte nur einen erwähnen, Melanchthon, das war ein sehr, sehr guter Mitarbeiter von Martin Luther, ein gelehrter Mann, der hat ihm sehr viel geholfen in seiner Arbeit und er hat auch oft, ist er zu ihm gegangen, hat um Rat gefragt und Melanchthon sollte auch etwas schreiben über die Dreieinigkeit Gottes. Er hat geschrieben, aber ganz am Ende seiner Dogmatik, vor Scheu und Furcht, er hatte Angst gehabt, dass er vielleicht etwas zu viel sagt oder vielleicht zu wenig darüber sagt. Er wusste, dass er bei dieser Ausarbeitung in Berührung kommt mit dem dreimal heiligen Gott. Und er sagte, es ist besser, dass man die Dreieinigkeit Gottes anbetet, als sie erforscht. Und dieser Satz ist mir geblieben. Und ich dachte, vielleicht werden wir das heute auch so machen. Anbeten, Zeit geben, am Schlusse dieses Vortrages, dass wir anbeten diesen dreimal heiligen Gott
und wenige vielleicht versuchen, diesen dreimal heiligen Gott zu erforschen. Ich dachte heute an einen Schüler. Eine Schülerin der Schule, das habe ich in einem christlichen Buch gelesen. Ein ganz großer Mann Gottes hat das geschrieben und ich schenke ihm Glaube, dass es wahr ist. Und er sagte, in einer Schule hat der Lehrer gefragt, die Schüler, was bedeutet die Elektrizität? Und auf einmal hat ein Schüler die Hand gehoben und sagte, er will es erklären. Gut, sagte der Lehrer, er soll es machen. Und er stand auf, auf einmal kratzte er sich am Kopf, sagte, gestern habe ich es gewusst und heute Morgen habe ich es vergessen. Und als er das so sagte, guckte der Lehrer auf die Schüler und sagte, welch ein Jammer. Jetzt war ein Mensch auf der Welt, der erklären konnte, was das bedeutet, Elektrizität, und der hat es vergessen. Als ich das las, dann dachte ich, so geht es mir mit diesem Thema. Ich weiß, dass ich überfordert bin. Ich weiß, dass ich nicht viel sagen kann. Aber dieses Wenige, was wir uns heute sagen werden aus der Bibel, es wird auch mehr, ich werde Bibelverse versuchen zu zitieren, Bibelverse zu sagen. Und der Herr möchte uns mehr geben, als ich in meiner Schwachheit sagen kann. Die Dreieinigkeit Gottes. Es gibt Leute, es gibt sogar eine Irrlehrer, die behaupten, die sagen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, irgendwann gezeugt wurde. Die stützen sich sogar auf Bibelverse, die haben ihre Bibelverse und die sagen, ja, man muss es nicht so verstehen, dass vielleicht irgendwann vor etliche tausend Jahren, das kann auch sein vor Millionen Jahren, vor Milliarden Jahren, aber irgendwann ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, gezeugt geworden. Liebe Geschwister, warum ich das sage, es ist gut, wenn wir es mal gehört haben. Wenn wir zusammenkommen mit solchen Leuten, und wisst ihr, das ist schrecklich, wenn man solche Gedanken hört. Also mit anderen Worten gesagt, weil die Bibel spricht von dem Sohn Gottes als Sohn, und wenn der Sohn einen Vater hat, dann muss irgendwo und irgendwann der Sohn auch gezeugt sein. Und wenn er gezeugt ist, dann ist er ein Geschöpf, dann ist er, hat er irgendwann mal angefangen zu existieren, und wenn wir ihn anbeten, dann ist das ein Götze. Und das ist eine Irrlehre. Viele Menschen versuchen Gott auf dem Wege des Verstandes zu finden. Aber es ist niemandem gelungen. Und warum, stellt sich die Frage. Und es gibt eine Antwort. Weil wir kleine Menschen, Menschen, die an Zeit und Raum gebunden sind, Menschen, die endlich sind, die irgendwann mal ihr Ende haben werden, also wir sind begrenzt und kennen den unendlichen Gott, den grenzenlosen Gott, nicht verstehen. Gott, liebe Geschwister, ist nicht ein Objekt, das man mit menschlichen Mitteln erforschen kann. Gott wäre nicht größer als der Mensch, wenn der menschliche Geist ihn fassen könnte. Und oft wird dieser Satz gesagt, es gibt einen Gott. Gott gibt's nicht. Gott ist. Und wenn jemand sagt, es gibt einen Gott, das ist falsch. Gott ist, Gott war, Gott ist und Gott wird auch sein. Er ist von Ewigkeit her. Und als Gott erschienen ist, der Mose in der Wüste, dann lesen wir, dann hat er gefragt, wenn ich jetzt komme zu den Kindern Israel und sie werden fragen, wie ist dein Name? Wie heißt der, der mich gesandt hat, der das heißt Mose geschickt hat?
Und dann hat Gott zu ihm gesagt, du sollst zu ihnen sagen, ich bin, der ich bin. Eine ganz, ganz große Aussage. Nicht ich war, nicht ich werde sein, ich bin, der ich bin. Ich bin immer. Ich war gestern, ich bin heute und ich werde morgen auch sein. Gott ist ein lebendiger Gott. Gott ist keine Idee, irgend so eine Vorstellung. Oder wie etliche sagen, Gott ist eine Kraft. Und es gibt sogar so eine Philosophie, wo man sagt, dass Gott ist in einem jeden Stein, Gott ist in einem jeden Baum, Gott ist in einem jeden Gräschen, in jeder Blume. Und was alles so man spricht und sagt über Gott. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns, woran man Gott erkennen kann. Die Bibel versucht an keiner Stelle, Gottes Dasein zu beweisen und sagen, hier ist er, zu beweisen, dass es einen Gott gibt. Und wisst ihr, warum sie das nicht macht? Sie setzt Gottes Existenz voraus. Ich bin, der ich bin. Ich hoffe, liebe Geschwister, dass wir einfach trotzdem, dass wir so ein bisschen müde sind, heute Abend mal mithören. Es soll auch mehr so ein Vortrag sein. Gott offenbart sich in der Schöpfung. Und die Schöpfung selbst setzt den Schöpfer voraus. Zum Beispiel, ich habe hier eine Handuhr. Und ich weiß, wenn ich auf diese Uhr gucke, dass hinter dieser Uhr steht ein Uhrmacher. Irgendjemand hat diese Uhr gemacht. Und ich bin heute gefahren, so von Villingen nach Schloss Holte. Es ist so 580 oder 590 Kilometer. Frühling, die Bäume blühen. Viele Bäume blühen. Das Gras schön grün. Die Blätter kommen und alles so wunderbar. Man kann sich nicht satt gucken, nicht satt schauen an der Schöpfung. Und wisst ihr, wenn man die Schöpfung anschaut, die Schöpfung anguckt, sieht man doch, dass hinter der Schöpfung gibt es einen Schöpfer, der das alles ins Leben gerufen hat, der das alles gemacht hat. Und die Bibel sagt uns, dass hinter der Schöpfung steht ein Schöpfer und das ist Gott. Die Bibel kennt keine Evolutionstheorie, liebe Geschwister. Und wir lassen uns nicht weismachen, auch von solchen Theologen, die da glauben, dass es auch wie alles entstanden ist, dass das eine Evolutionstheorie ist. So allmählich alles entstanden. Millionen und Millionen Jahre, manche gehen noch weiter. Die Bibel kennt etwas anderes. Die Bibel kennt das schöpferische Ich werde. Und so war es. Ich habe heute hier in der Vorbereitung, als ich nochmal so alles durchgeschaut habe, was ich heute Abend sagen soll, habe ich mir diesen Vers gesucht aus Psalm 33, Vers 9. Wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er's gebiet, so steht es da. Das ist Gott. Nicht eine Evolutionstheorie, sondern Gott spricht und es ist da. Gott hat gesagt und es war da. Gott braucht nicht viel Zeit. Sein Allmachtswort, sein Wort, das er spricht. Zum Beispiel Jesus hat zu Lazarus gerufen auf dem Friedhof im Grab. Komm heraus. Und er kam heraus. Nichts konnte ihn aufhalten. Das ist Gott. Mächtig, stark, groß. Gott offenbart sich in der Schöpfung. Gott offenbart sich aber auch in der Geschichte. Und besonders in der Geschichte der Kinder Israel. Ach Geschwister, wenn man die Geschichte der Kinder Israel liest, wie viel Wunder Gott getan hat, wie viel Zeichen, wie wunderbar er sie geführt hat und viele Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, die wurden Erfüllung. Prophetie wurde Geschichte.
In der Geschichte ist Gott auch zu sehen. Gott ist auch zu erkennen im menschlichen Gewissen. Gott kann durch das Gewissen zu Menschen reden. Ich möchte heute einen Satz sagen. Es wäre gut, wenn wir ihn einschärfen uns, wenn wir ihn eingravieren. Unser Gewissen ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes, ist nicht die Stimme Gottes. Wie manche versuchen, das immer so zu sagen, ja, das war die Stimme Gottes, die hat zu mir geredet und jetzt tue ich etwas. Gott gebraucht unser Gewissen, er spricht durch das Gewissen, aber selbst unser Gewissen, Gewissen heißt Wissen. Und dieses Wissen, dieses Gewissen hat Gott bei der Schöpfung dem Menschen mitgegeben. Und das hat denn jeder Mensch. Das Tier hat kein Gewissen, das Vieh hat kein Gewissen, aber der Mensch hat ein Gewissen. Wir wissen, was gut und was schlecht ist. Und durch das Gewissen, das Gott uns mitgegeben hat, erkennen wir Gott, dass es einen Gott gibt. Gott gibt sich auch erkennen durch sein Wort. Wir haben die Bibel. 66 Bücher. 66 Bücher. Fast 1600 Jahre hat man an der Bibel geschrieben. Und wisst ihr, die Bibel ist ein Buch, das alle anderen Bücher übertrifft. Warum? Weil die Bibel Dingen gesagt hat, hunderte Jahre Dinge voraus, die buchstäblich sich erfüllt haben, haargenau sich erfüllt haben. Prophetie wurde Geschichte, Verheißung hat sich erfüllt. Und Gott hat sich offenbart durch sein Wort, durch das Wort, das er uns gegeben hat. Wenn Leute heute unter uns sind, die vielleicht Fragen stellen, und es gibt solche, die haben eine Bibel und viele Fragen in der Bibel, eigentlich für ein Gotteskind, für ein wiedergeborener Mensch, gibt es keine Fragen, wo man Fragen stellt. Es gibt Fragen, die ich nicht verstehe. Und es gibt sehr viele in der Bibel, wo ich einfach sage, also hier habe ich kein Licht darüber, keine Klarheit. Aber weil es in der Bibel ist, ist es wahr. Es ist das Wort Gottes. Und wenn jemand die Bibel bezweifelt, für den ist es klar, da gibt es keinen Himmel, von dem wir heute gehört haben. Da gibt es kein Paradies, da gibt es keine Seligkeit. Die Bibel ist das Wort Gottes, das inspirierte Wort Gottes, das eingehauchte Wort von Gott, das uns gegeben ist. Und wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, das Wort Gottes in die Hand nehmen, nehmen wir ein Stück Ewigkeit in die Hand. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Gott hat sich auch zu erkennen gegeben in seinem Sohn Jesus Christus. Und Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. So lesen wir in der Schrift. Die Heilige Schrift, liebe Geschwister, spricht sehr, sehr viel von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Nun, etwas über das Wesen Gottes. Ich hoffe, ich möchte, dass niemand heute Abend einschlafen möchte. Und wenn der Tag auch so schwer war, ihr habt so vieles gehört, aber lasst uns das einmal hören. Hören, nicht weil ich es sage, aber weil es in der Bibel ist und es ist so wichtig, es wird so wenig gesprochen über die Dreieinigkeit Gottes. Es gibt Irrlehre. Ach, wie lachen uns die Moslem aus, wenn wir sprechen von einem dreimal heiligen Gott. Die sagen, bei uns gibt es nur ein Allah. Und weiter nichts. Und wenn ihr den Sohn und den Heiligen Geist noch anbetet, dann sind das Götter, dann sind das Götzen. Etwas über das Wesen und über die Eigenschaften Gottes. Gott ist Geist. Und wisst ihr, er ist nicht an Grenzen, nicht an Stoff und nicht an irgendeinen Raum und nicht an Zeit gebunden. Das ist nicht Gott ist, der in vielen Erscheinungen auftreten kann. Wir lesen zum Beispiel im Wind, im Feuer, im Erdbeben. Gott ist Geist, er ist überall. Für ihn existiert kein Raum. Jesus nach seiner Auferstehung, die verschlossenen Türen, die haben keine Rolle für ihn gespielt. Er ist Geist. Er ist überall. Und die Bibel sagt, er ist nicht nur
Geist, er ist auch Licht. Und Licht ist der Ausdruck in der Bibel für das Gute. Finsternis ist der Ausdruck für das Böse. Und seine Reinheit, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, Geschwister, die sind absolut. Die sind absolut. Er ist Geist, er ist Licht, er ist auch Liebe. Und wisst ihr, wir hören so viel über die Liebe Gottes. Und er hat nicht versucht, vom Himmel uns von dieser Liebe zu berichten. Zu sagen, wie sehr er uns liebt. Er hat uns seine Liebe bewiesen. Liebe wurde bewiesen durch das, dass er den Sohn, seinen Sohn gegeben hat für unsere Schuld, für unsere Sünden. Und heute dieser Mann oder dieser Jüngling, ich weiß nicht, ob er Mann oder Jüngling ist, aber der nach vorne gekommen war, so einfach gekommen und gebetet. Und das ist es. Für das ist Jesus gekommen in diese Welt, dass Leute Buße tun. Dass Leute in den Himmel hineingeboren werden, in das Reich Gottes hineingeboren werden. Und der Weg zu Gott, der ist nicht kompliziert, der ist ganz einfach und schlicht. Kommen, bekennen, sagen, Herr, ich bin ein Sünder, mehr braucht man nicht. Sich bitten und beugen vor Gott. Und der Himmel tut sich auf für uns, das Paradies tut sich auf für uns. So wie heute der junge Mann es gemacht hat, mehr braucht man nicht. So einfach ist es. Und manche Leute, die fühlen das so kompliziert. Gott ist Liebe. Und er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Und Jesus ist am Kreuz das stellvertretende Opfer für uns geworden. Liebe Geschwister, ganz kurz. Gott ist auch absolut. Gott ist souverän. Allein herrschend. Es heißt, ohne Schranken, für ihn gibt es keine Schranke. Er ist von niemand abhängig. Er kann tun, was er will. Er ist absolut. Das ist Gott. Ganz anders wie wir Menschen. Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang. Er hat kein Ende. Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall gleichzeitig. Er ist jetzt hier in Schloss Holte, hier unter uns. Und er ist bei uns in Villingen. Er ist hier in Deutschland. Er ist zu gleicher Zeit auch in Russland, in China, in Amerika, in Afrika. Er ist allgegenwärtig. Das ist Gott. So groß, so allmächtig ist Gott. Gott ist allwissend. Er weiß, mit welchen Gedanken wir jetzt hier sitzen. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was wir denken über diese Bibelstelle, die wir uns jetzt zitiert haben, über die wir jetzt gesprochen haben. Er kennt deinen Zweifel. Er weiß alles, dein ganzes Leben. Er kennt uns durch und durch. Und vor ihm kann man nichts verbergen. Er ist Allwissen. An Gott kommt niemand vorbei. Auch mit seinen Gedanken nicht. Gott ist allmächtig. Es ist kein Ding für Gott unmöglich. Alles ist für ihn möglich. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist vollkommen, er ist barmherzig, er ist gütig, er ist gnädig. Nun, die Dreieinigkeit Gottes. Was wissen wir von der Dreieinigkeit Gottes? Was wissen wir von der Trinität? Wird das in der theologischen Sprache, wird das so ausgesprochen? Und liebe Geschwister, der große Kirchenvater Augustin, man sagt, nach Apostel Paulus war er der größte Theologe. Der hat so viel Gutes geschrieben, dieser Mann Gottes. So viel Gutes geschrieben. Und seine Sätze, alles was er gesagt hat, sind so tief. Manchmal habe ich den Eindruck, unser Verstand reicht gar nicht zu, kann man sagen, das, was er gesagt mal hat, um das alles richtig so zu verstehen. Gott hat ihn gebraucht als ein wunderbares Werkzeug. Er hat sein Leben ganz auf den Altar Jesu gelegt. Und er hat viel geschrieben. Er war der Einige von damals an, von Augustinus an, hat man angefangen, über die Dreieinigkeit Gottes zu reden. So lesen wir auch in der Kirchengeschichte. Und er hat geschrieben über den dreimal heiligen Gott.
Er hat sich viel Gedanken gemacht. Wie schreiben? Was schreiben? Ist es richtig? Ist es nicht richtig? Angst. Gottesfurcht war da. Und wisst ihr, Gott hat ihm einen Traum geschenkt. Ein Traum. Und das macht mal manchmal der Herr. Ich halte nicht viel auf Träume. Ich darf das mal heute sagen. Meine Frau, die erzählt mir öfters, was sie geträumt hat. Ich vergesse immer alles. Selten, dass mal ein Traum bei mir sitzen bleibt. Und wenn er sitzen bleibt, dann muss das was Besonderes sein. Aber sie, dann erzählt sie und das, was sie. Und ich sagte, nur das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Und mit diesem ist dann alles gesagt. Aber hier, das war ein Traum, den wirklich Gott ihm geschenkt hat. Und Gott kann manchmal uns Träume schenken. Nicht so wie uns, die Schwärmer, die charismatische Bewegung oft, die haben sehr viele Träume, Visionen, also nicht solche Träume, aber Träume, die wirklich von Gott kommen. Und er hatte einen Traum. Und das war wirklich ein Traum, nehme ich an, der von Gott ihm gegeben war. Er hat sich viel Gedanken gemacht über die Dreieinigkeit Gottes. Und jetzt in der Nacht hatte er einen Traum. Er geht am Ufer eines Meeres entlang und sieht einen kleinen Jungen, einen kleinen Bub spielen. Der hat in den Sand so ein kleines Loch gemacht und mit einer Muschel trug er Wasser aus dem Meer und gießt das immer in dieses Loch hinein, in dieses Sandloch, kleine Sandloch. Und er fragte ihn, was willst du hier machen? Und er sagte, ich will das Meer ausschöpfen. Ach, sagte du, das wird doch dir nie gelingen. Und der Kleine hebt sich so und guckt ihn so mit leuchtenden Augen an. Und du, sagt er, willst die Dreieinigkeit Gottes mit deinem Verstand erfassen, erforschen? Und er ist aufgewacht. Und er sagt, also dieser Traum habe ich angenommen von dem Herrn. Und das hat mir so, so viel, viel gesagt. Ich sagte schon, dass Melanchthon, dieser große Mann Gottes, hat gesagt, wir tun besser daran, die Geheimnisse der Gottheit anzubeten, als zu erforschen. Und das wollen wir auch heute tun. Unser Verstand, unsere Intelligenz, kann den großen Gott, so wie er ist, in seiner Größe, in seiner Allmacht, nicht erfassen. Und das, was wir von Gott, liebe Geschwister, verstehen, das versteht nicht unser menschlicher Geist, sondern das ist der Geist Gottes, der in uns wohnt. Und Apostel Paulus hat an die Korinther geschrieben, er erforscht auch die Tiefe der Gottheit. Der Geist Gottes erforscht auch die Tiefe der Gottheit. Und das, was wir über Gott wissen, das hat uns der Heilige Geist geschenkt. Das ist nicht unser Geist. Ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, wird nie Gott verstehen, wird nie die Bibel verstehen. Man kann 10, 20 Jahre Theologie studieren, man kann sogar einen Titel haben, Theologiedoktor oder Professor sein und trotzdem die Bibel nicht verstehen, wenn man nicht wiedergeboren ist. Nun etwas zu der Bedeutung der Dreieinigkeit Gottes. In der Dreieinigkeit Gottes offenbart sich Gott in drei Personen. Gott, der Vater, der waltet über alles. Gott, der Sohn, durch den er alles gestaltet. Und Gott, der Heilige Geist, durch den er alles durchwaltet. Und da habe ich Bibelstelle angegeben, Hebräer 1, von 1 bis 3 und Hebräer Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 19. Alle drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bilden eine Einheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden eine Einheit. Jede Person der Gottheit ist in sich selbst Gott. Jede Person der Gottheit ist in sich selbst Gott. Ich nehme an, ich werde verstanden. Der Ausdruck Dreieinigkeit kommt in der Bibel nirgends vor. Also das lesen wir nicht mehr, nirgends. Aber von damals an,
wo Augustinus, der viel geschrieben hat über die Dreieinigkeit Gottes, hat man angefangen zu reden über die Dreieinigkeit Gottes. Die Bibel lehrt uns, dass die Dreieinigkeit eine Realität ist, eine Wirklichkeit ist, und zwar schon auch im Alten Testament und im Neuen Testament sowieso. Schritt für Schritt hat Gott sich offenbart in der Dreieinigkeit Gottes. Und ich möchte, dass ihr jetzt mitgeht, einfach mit den Gedanken. Das ist so eine kleine Bibelarbeit. Geschwister, einfach hinhören. Ich weiß, dass es vielleicht für manche schwer ist, aber es ist so ein Thema. Ich hätte lieber über irgendetwas anderes gesprochen. Ich sage es ganz ehrlich. Über Liebe oder vielleicht über Friede oder noch irgendwas. Aber das müssen wir einfach mal gehört haben. Andeutung der Dreieinigkeit Gottes ist schon im Alten Testament. Ja, wird jemand sagen, wo steht das geschrieben? Und ich möchte uns etliche Bibelverse zitieren. In 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, gibt es eine Aussage, eine majestätische Aussage von Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich habe gehört, heute hier wurde auf Hebräisch gebetet. Aber wisst ihr, Kenner der hebräischen Sprache sagen, dass die Grammatik in Hebräisch ganz anders ist, in manchen Dingen, wie zum Beispiel bei uns in Deutsch. In Deutsch gibt es Singular und gibt Plural, das heißt Einzahl und Mehrzahl. Und in der hebräischen Sprache gibt es der Dual, Zweizahl. Und jetzt, Geschwister, warum ich das sage? Nicht um hier, dass wir Grammatik studieren wollen, sondern hier geht es über die Dreieinigkeit Gottes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das Wort Gott kommt in der hebräischen Sprache hier vor, Elohim. Nicht Singular, nicht Einzahl. Auch nicht Dual, Zweizahl, dann könnte man meinen, vielleicht Gott und der Vater irgend. Sondern es kommt vor in Mehrzahl. Elohim ist die Mehrzahl. Nicht Dual, nicht Singular, sondern Plural in Mehrzahl. Und hier in diesem kurzen Vers, gleich am Anfang der Bibel, kommt die Dreieinigkeit Gottes zum Ausdruck. Und das ist das Schöne. Das ist das Wunderbare. Selbstverständlich war Gott im Alten Testament irgendwie noch so wie verhehlt, die Dreieinigkeit Gottes. Im Neuen Testament, da werden wir später darauf kommen, da ist es mehr klar. Aber so eng ist verbunden die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Und wo Gott gesagt hat, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, spricht er schon von einer Mehrzahl. Also Gott war nicht allein dabei, wo alles geschaffen geworden ist, sondern der Sohn war dabei, der Heilige Geist war dabei, der dreimal heilige Gott war dabei damals. Als das ganze alte Universum ins Leben gerufen wurde. Er war beteiligt, auch der Heilige Geist, auch der Sohn Gottes. Und wir haben eine wunderbare Aussage. Gebt mal Obacht. 1. Mose 1, 26. Vielleicht möchte jemand diese Bibelverse aufschreiben. Da hat Gott gesagt, lasset uns Menschen machen. Uns Menschen machen. In Mehrzahl, das uns gleich ist. Lasset uns Menschen machen, das uns gleich ist. Auch bei der Erschaffung der Menschen ist Gott nicht allein. Der Sohn ist dabei, der Heilige Geist ist dabei und das ist die Dreieinigkeit Gottes. Oder die andere Stelle in 1. Mose 3, 22. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Liebe Geschwister, werde ich verstanden? Ich wollte, dass wir wirklich alle mitdenken. Also das ist so schön, wenn
wir einfach versuchen, uns ein bisschen hineinzugraben, weil wir konfrontiert werden, wir Christen, und wird gesagt, ihr habt drei Götter. In der Bibel steht geschrieben, ein einziger Gott und alles andere sind Götzen. Und es gibt Leute, die uns beschuldigen und sagen, ihr habt einen Sohn, noch irgendeinen Sohn und den Heiligen Geist und das sind Götter. Und ihr betet die an. Wir sagen, nein, es ist Gott. Es ist der dreimal heilige Gott. Oder in 1. Mose Kapitel 11, Kapitel 11, Vers 6 und 7. Lasset uns, die Rede geht von damals, wo der Turm zu Babel gebaut wurde. Da hat Gott gesagt, lasset uns herniederfahren und dort die Sprache verwirren. Lasset uns herniederfahren, wieder in Mehrzahl, uns herniederfahren und die Sprache verwirren. Also auch da, damals, als Gott die Leute bestraft hat, spricht von einer Mehrzahl. Der Sohn war dabei, der Heilige Geist war dabei. Ich war auf einer Stelle und habe gebetet. Und im Gebet habe ich erwähnt gehabt, dass wir danken dir oder irgendwie, du dreimal heiliger Gott. Dann kam ein Bruder zu mir, ein Bruder aus unserer Gemeinde, und sagt, das darf man nicht. Ich sag, warum nicht? Ja, wo finden wir das? Wo steht in der Bibel geschrieben von der Dreieinigkeit Gottes? Liebe Geschwister, das ist es. Schon im Alten Testament. Es war verhüllt, es war wie verborgen, aber es war da. Es war da. Oder ich denke an Jesaja, Prophet Jesaja, Kapitel 6, Vers 8. Da kommt die Stimme des Herrn zu dem Prophet Jesaja und sagt, wen soll ich senden, schicken? Wer will unser Bote sein? Unser Bote sein. Auch da, oder da lesen wir, heilig, 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 sei dem Herrn Zebaoth. Dreimal heilig, unser. Also alle diese Bibelstelle, die sprechen von dem im Alten Testament, obwohl verhehlt, obwohl nicht so klar, obwohl vielleicht so wie ein bisschen im Nebel, aber die reden über die Dreieinigkeit Gottes und das ist doch so schön. Das ist doch so wunderbar, wenn wir Christen das wissen, wenn wir Gotteskinder das wissen. Die Lehre im Neuen Testament von der Dreieinigkeit ist viel weiter entwickelt, als sie im Alten Testament war. Und wir erinnern uns an die Taufe Jesu. Ganz interessant. Wer ließ sich taufen von Johannes dem Täufer? War es Jesus, nicht? Jesus ließ sich taufen. Und dann auf einmal kam eine Gestalt, Gestalt in einer Taube. Wer war das? Der Heilige Geist. Auf einmal hören wir eine Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer war das? Das war der himmlische Vater. Also bei der Taufe Jesu, dort, als Jesus die Taufe angenommen hat, waren alle drei beteiligt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist klipp und klar. Da ist nichts mehr Verhülltes. Da ist nichts mehr Verstecktes. Da ist alles klar. Oder denken wir an die Dreieinigkeit im Taufbefehl Jesu. Ein wunderbarer Vers, Matthäus 28, Vers 19. Da heißt es, die Gnade unserer, Entschuldigung, darum geht hin und macht alle Völker zu Jünger und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist falsch, wenn etliche getauft werden nur auf den Namen Jesu. Das ist nicht richtig. Es gibt Leute, die versuchen dann auch Bibelverse aus Apostelgeschichte und so weiter, aber wir haben den Befehl, den Taufbefehl von Jesus bekommen. Geht hin. Das war der Auftrag für die Jünger und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder die Dreieinigkeit im Segen, Geschwister, die Segensformel, die wir oft sprechen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ach, wie oft
sagen wir diesen Bibelvers am Schluss unseres Gottesdienstes bei uns zu Hause. Ein wunderbarer Segen. Da ist die Dreieinigkeit Gottes beteiligt in diesem Segen. Oder die Dreieinigkeit bei dem Kommen des Heiligen Geistes. Jetzt gibt ihr mal Obacht. In Evangelium Johannes 14, Vers 16 heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster oder Beistand, heißt es in einer anderen Übersetzung, geben, der für immer bei euch bleibt. Liebe Geschwister, auch bei dem Kommen des Heiligen Geistes, gibt einmal Obacht. Und ich will bitten, wer ist das? Wo bittet? Jesus. Wen bittet er? Den Vater, dass er euch den Tröster oder den Beistand des Heiligen Geistes sendet. Wunderbar, nicht wahr? Also auch hier bei die Dreieinigkeit Gottes bei dem Kommen des Heiligen Geistes. Die Dreieinigkeit Gottes auch bei der Erlösung des Menschen. Bei der Erlösung des Menschen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn ein Mensch Buße tut, wenn ein Mensch ein Gotteskind wird, wenn ein Mensch eingetragen wird, sein Namen eingetragen wird in das Lebensbuch des Lammes, für alle Ewigkeit, wenn er dem Herrn treu bleibt, dann sind alle drei beteiligt. Nicht nur der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich möchte etliche Bibelverse lesen. Der wunderbare Bibelvers, Evangelium Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gegeben hat. Also hier kommt zum Ausdruck der Sohn und der Vater bei der Erlösung. In Evangelium Johannes 3, Vers 5 heißt es, wenn jemand nicht durch Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Auch bei der Erlösung eines Menschen ist der dreimal heilige Gott beteiligt. Und die Dreieinigkeit bei der Heiligung eines Christen. Wisst ihr, Geschwister, wenn ein Mensch sich bekehrt, ein Mensch eine Wiedergeburt erlebt, das ist ein einmaliger Akt, heiliger Akt. Aber wenn er ein heiliges Leben führen will und führen soll als Christ, das ist ein lebenslänglicher Prozess. Wie wir heute gehört haben von Wachstum in der Gnade. Immer näher zu Jesus und immer ähnlicher Jesus werden. Und das ist unser Ziel, bis wir gelangen zu einem vollkommenen Mann, zu einem Alter Jesu Christi. So sagt uns die Bibel. Und die Bibel sagt auch, die Dreieinigkeit Gottes bei der Heiligung des Christen, wenn wir ein heiliges Leben führen, und das müssen wir und sollen wir auch tun, wenn wir Gotteskinder sind, geht es nicht anders. Und da heißt es so in Johannes, Evangelium Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wer ist hier beteiligt? Der Vater. Jesus bittet, nicht? Heilige sie in deiner Wahrheit. Jesus bittet, der Sohn, der Vater. Aber dann lesen wir auf einer anderen Stelle in 1. Korinther 6, Vers 11. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Hier, auch in der Heiligung, ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist beteiligt. Gott, der Vater, ist uneingeschränkt Gott. Gottes Sohn ist uneingeschränkt Gott. Und Gott, der Heilige Geist, ist uneingeschränkt Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott
Heiliger Geist. Das ist die Dreieinigkeit Gottes. Und liebe Geschwister, man kann den Vater nicht ehren, wenn man nicht an den Sohn glaubt. Und man kann an den Sohn Gottes nicht glauben, wenn man sich löst von dem Heiligen Geist. Das ist unmöglich. Die drei Personen der Dreieinigkeit Gottes sind göttlich. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott. Vielleicht könnt ihr euch diese Bibelverse mal aufschreiben, wenn jemand aufschreibt. Der Vater ist Gott, Evangelium Johannes 6, Vers 27. Evangelium Johannes 6, 27. Der Sohn ist Gott, 1. Johannes 5, Vers 20. Entschuldigung, 1. Johannes 5, Vers 20. Der Heilige Geist ist Gott, ist auch Gott. Apostelgeschichte 5, von 3 bis 4. Apostelgeschichte 5, von 3 bis 4. Und 1. Korinther 3, Vers 16. Vers 16. Die drei Personen der Dreieinigkeit, liebe Geschwister, sind unabhängig voneinander und doch machen sie machen alles gemeinsam. Alles gemeinsam. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Das ist die Trinität, wird dieses Wort oft gebraucht. Nun, jemand hat das versucht, in einem Bild zu erklären. Ich lese mal, ich zitiere, das sind nicht meine Worte. Dreiklang, sagt jemand in der Musik. Drei Töne, aber nur ein Klang. Drei Töne, aber nur ein Klang. Und das zweite Bild, Wasser. Wasser kann flüssig sein, wie wir es trinken. Wasser kann fest sein, zum Beispiel Eis im Kühlschrank, wenn wir etwas... Und Wasser kann gasförmig sein im Dampf, aber es ist Wasser. Wunderbares Bild. Und das dritte Bild, wo einer beschreibt, ein Kleeblatt. Drei Teilblätter, aber doch nur ein Kleeblatt. Und dann sagt er, die rechte Haltung vor der Dreieinigkeit Gottes ist nicht das Verstehen wollen, sondern die Anbetung. Liebe Geschwister, und das, was wir uns gesagt jetzt haben über die Dreieinigkeit Gottes, geht nicht nur darum, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr verstanden haben, aber dass wir mehr versuchen, diesen dreimal heiligen Gott anzubeten. Und das wollen wir tun. In Ehrfurcht wollen wir ihn jetzt anbeten. In Aufrichtigkeit wollen wir ihn anbeten. In Liebe wollen wir ihn anbeten. In Vertrauen auf seine Zusage im Wort wollen wir ihn anbeten. Im Glauben durch Jesus Christus wollen wir ihn anbeten. Und in Jakobus lesen wir, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wie schön wäre das, wenn heute Abend noch irgendein Mensch hier wäre, der da sagen würde, weil Gott so groß ist, so heilig, allmächtig und allwissend und allgegenwärtig. Und weil er alles ins Leben gerufen hat und auch mir das Leben geschenkt hat, deshalb will ich kommen und vor diesem großen Gott mich bücken und beugen und ihn anbeten, ihn anflehen, ihm mein Leben bringen und sagen, Herr, ich möchte so leben, Herr Jesus, wie du gelebt hast auf Erden. Vielleicht ist jemand da heute Abend, der das machen möchte. Ich weiß, die Zeit ist vorgerückt und es ist auch sehr warm in diesem Bethaus, aber wenn jemand kommen möchte, wir geben die Möglichkeit. Wir singen zwei Verse aus dem Lied 548 und wenn jemand kommen möchte, der darf es tun.